Eddie Geller, Knossi und Co. im Kino. Batman Premiere plus B-Day Party feiern. Ich hab mal gespannt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Bro. Ich gehe jetzt mit Eddie Geller auf die Batman-Premiere. Da sind auch Leute wie Knossi. Knossi ist da. Ich schlafe mich ein bisschen und danach geht auch ein Geburtstag von Zelle. Kennt ihr bestimmt. Lasst nee. Ein Abo bei ihr. Machen. Das ist aber unser Elevate-Model. Eddie Geller wurde nicht eingeladen. Komischerweise. Komischerweise habe ich echt aus den Socken geschossen, dass ich da nicht eingeladen wurde irgendwie. 1000 Likes voll. Ich gucke jetzt Eddie Geller ab und dann fahren wir weiter. Offen-Check. Ich liebe sie. Um 17 Uhr soll ich ihn abholen. Sie meinte sogar so, jetzt komm, ich werde gekommen auf jeden Fall. Du kriegst gleich wieder eine Ansage. Ja, du wirklich. Es ist unglaublich, er kommt immer zu spät. Jedes Mal, Chat. Wenn du mal zu spät kommst, es ist okay. Es ist okay, wenn du mal zu spät kommst. Aber wenn du immer wieder, also ich gebe euch jetzt mal wirklich eine Zahl, okay? Sydney, Friede und ich haben uns bestimmt schon, ich weiß nicht, wie oft wir uns getroffen haben. Wir gehen mal mit der Zahl 100 rein, okay? Und ich übertreibe nicht, von diesen 100 Malen ist Sydney, ist ja bestimmt. Ich würde schätzen, wirklich, wenn es um eine ernsthafte Menge, so wenn mich jemand fragt und sagt, du, wer näher dran ist, bekommt 1 Million Euro. Dann würde ich wirklich sagen, 100 Mal zu spät. Also und zu spät dazu zählt wirklich, 3 Minuten zählt nicht so. Aber alles über 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, da sag ich Sydney mindestens 72 Mal oder so. Da siehst du aber, wann ich im Auto war. Also ich sag 72, 75, ja, ja, 75, 72, sowas. Um 17 Uhr soll ich ihn abholen. Juppie, da kriegst du echt wieder eine Ansage. Ey, die Jella ist wieder zu Hause. Leute, es ist wieder 20 Minuten mehr auf dem zu spät kommen Konto. Respektlos, sag ich dir ehrlich. Das ist scheiße von dir. Das ist kacke. 17:20 Uhr. Verkehr. Scheiße. Verkehr. Unangenehm. Nein, ist kacke. Wir sind jetzt. Ist kacke. Mercedes-Benz Arena direkt. Ist der ganze. Mehr hast du nicht aufgenommen bisher. Hä? Rühren, Essen und so? War doch cool. Spaß. Geller hat Schluck auf. Und der Film geht 3 Stunden. 3 Stunden, dann ziehen wir verspätet. Ich war so sauer. Ich konnte einfach nicht streamen. Oder einen später. Ich guck mir den aber gerne, weil der hat auch Druck. Mhm, Christian Bale, super Batman gewesen. Christian war gut. Robert Pattinson, bin ich gespannt, was der machen kann. Mhm. Ja, Robbie ist halt. Aber 3 Stunden, mehr für Action. Das hat mich ein bisschen gebrochen. Ich wusste nicht, dass er 3 Stunden geht. Ne? Das ist Knocki. Ich hab gerade versucht anzurufen. Ich hab seit 2 Tagen nicht geschlafen. Marvin Wildtage. Aber jetzt ist die Frage, wenn können wir ein paar Videos von dir gucken, weil dann wird spätestens einer einschlafen. Vielleicht die bei meinen glaube ich nicht. Knocki, was ist denn das jetzt, Knocki? Lass ein bisschen beim FIFA beriesen. Dann pennst du einen, Alter. Guck mal, professioneller YouTuber, haben so eine Kamera. Und ich bin hier mit Randy. Das reicht. Das reicht wirklich vollkommen aus, Digga. In meinen Augen, Handykamera voll okay. Ich habe mir jetzt auch so eine Pro Max Kamera geholt, aber ich sehe schon, komm, mit der werde ich nie filmen, weil ich immer mit meinem Main-Handy filmen werde. Das reicht vollkommen aus, so. Außer du achtest so richtig. Weißt du, was mich stört? Ist ein bisschen der Ton, eventuell. Ab und zu nervt der Ton. Wisst ihr, wie nervig das ist, mit einer Kamera zu filmen? Ich weiß noch, mein Mykonos-Vlog, der war halt voll geil von der Quali her, aber wisst ihr, wie schlimm nervig das ist? Akku leer, da musst du aufladen, die Cam, da musst du die Cam rausholen und so. Ah, es ist voll nervig gewesen mit Cam. Wir wurden eingeladen, um heute den neuen Batman-Film zu sehen. Knocki ist auch hier. VfB Stuttgart. So laufen die Placements. So laufen die Placements. Man muss sich das vorher nochmal angucken. Ey, Boys, ich bin eingeladen. Das ist das Batmobil, Junge. Klimazrad. Guck dir an, die haben's gebaut. Ich bin beim Screening vom neuen Batman-Film. Die Fußballer sind auch da. Die Pros vom HSV. Wir sind alle am Start. Das Geile ist, das ist ein Screening. Wir werden jetzt schon im Funk. Es wird krass, Batman! Das ist das längste Placement aller Zeiten. Ach du Kacke. Knocki! Das ist Alfie Hardcore von DSDS. Yeah, Alfie Hardcore. Das ist der? Das ist Alfie Hardcore. Alfie Hardcore. Yeah. Alfie Hardcore. Irgendwie mag er mich. Der war so genervt, Alfie. Alfie. Der war richtig genervt, ne, von Sydney. Guck mal, er sagt, warte doch mal. Alfie Hardcore. Irgendwie mag er mich nicht. Warte doch mal. Alfie Hardcore. No, wicked. Wicked, stimmt. How much is a fish? Alfie Hardcore. Weißt du, was ich mich frage, Sydney? Warum wurde er eingeladen? Hat er als Influencer mäßig? Oder warum wurde er eingeladen? Da wurden nur Influencer eingeladen und halt Leute, die, glaube ich, das gewonnen haben. Ich glaube, er wollte nur ein Bild mit Knossi. Achso, er war nicht da, glaubst du? Alfie. Der ist berühmter als du, ja. Der Mann ist da. Der Mann, ich wusste, der war richtig abgestresst, glaube ich, von uns. Weil Sydney ihn die ganze Zeit vollgelabert hat und er meinte, guck mal, das ist Alfie Hardcore.
aber ich kannte ihn nicht. Hardcore. Wicked. How much is the Tisch? Wicked. Da waren wir DSDS. Weißt du das? Weiß, ist er gekommen. Weißt du es nicht? Kennst du ihn? Ich kenn ihn. Ich kenn ihn. Ich kenn ihn auch nicht. Kennst du ihn nicht? Ja, ich kenn ihn natürlich. Einmal war ich da. Hey, wieso kennst du ihn nicht? Dieter Bohlen, Digga. Sidney sagt mir gar nichts. Sidney auch mal. Sidney Efka? Musst du auch nicht kennen. Vom HSV? Vom HSV, HSV-Spieler. Ach, jetzt verarschen wir ihn ein bisschen, glaube ich. Leider 3-2 verloren. Leider. Aber ich habe Tor gemacht. Ich habe Tor gemacht. Oh, da müssen wir ein Foto machen. Ja, klar. Ja, jetzt wird's ein Foto, ne? Ja, freilich. Machst du von uns eins? Lachen, Weekend. Ja, wunderbar. Freilich. Und? Ist gut geworden? Kannst du noch eins machen? Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Was soll ich machen? Ein Bild, ja. Pass auf die Kappe auf. Oh, oh. Die Kappe. Wicked. Hamburg soll in Zukunft. Welche Position spielst du, glaube ich? Ah, das ist super. Ja, das ist gut. Na, im Sturm nicht, glaube ich nicht. Groß, athletisch. Haben lang. Haben drei Beine? Hast drei Beine? Naja. Verteidiger auch nicht. Richtig, doch. Innenverteidiger. Innenverteidiger. Aber manchmal auch aus Verteidiger. Ja, aber auch manchmal auf der 6. Hast du eigentlich auch Autogrammkarten? Nee, leider nicht. Dabei. Leider nicht. Auf WhatsApp ist so. Hast du noch anderes? Weißt du, was schlimm ist? Die Kombo Sidney, Willi und ich. Also, ich finde Sidney und Willi ganz schlimm zusammen, wenn die dich mit Fremden unterhalten. Aber manchmal mache ich den Spaß auch mit. Ja, die sind nur am Leute verarschen die ganze Zeit, ne? Also manchmal, so in Köln muss ich sagen, war das Köln? Ne, in Stuttgart habe ich da auch mitgemacht und mir hat es schon wirklich Spaß gemacht. Aber da hatte ich auch einen im Tee. Manchmal strapazieren sie es auch und ich sag, manchmal machen sie es bei falschen Leuten, wo sie irgendwann aufs Maul bekommen. Aber es macht schon, manchmal ist es schon echt lustig. Hat sich Spaß gemacht. Ja, nur weil ich einen im Tee hatte. Wie findest du die Jacke? Was? Die ist nice. Gell? Die ist ein bisschen flashy, so overstyled. Wie teuer? Erzähl mir mal ein Outfit. 700. Schuhe? Weiß ich nicht, was kosten die? Supreme, Nike, was kosten die Blatt? Ah, nee, warte mal, muss ich an der Crops München, haben die mir Crop-Investor lassen. Hab ich so bekommen, ja. Placement, auch bei der Jacke muss ich ehrlich sagen, die habe ich mir auch erbettelt. Ich habe unter Bild gepostet, die Jacke hat er einfach geschickt. Nicht, dass ich ja den Dicken mache. Also habe ich von Wadi Tim damals auch. Ich habe eigentlich gar nichts gekauft. Wenn ich neben dem sitze. Hast du nicht gesagt, du willst in der ersten Reihe sitzen? Mach im den, Kino? Ja. Müde, Alter. Mach mal. Bekommt Knossi was von Elevate? Noch hat er nichts, um ehrlich zu sein. Aber irgendwie wir verschicken auch gar nicht mehr so viel raus am Influencer. Also die Leute, die halt auch wirklich die Sachen tragen, ne? Ich gebe euch mal einen Call. Früher waren die Leute, die auch immer was getragen haben. Ne, früher haben wir einem richtig viele geschickt, Chat. Und die haben auch danach gefragt. So, wir haben das dann so gemacht, ein, zwei Mal. Aber voll viele haben das aber immer nicht so gepostet oder so. Das fanden wir dann auch immer ein bisschen arschig, müssen wir sagen. Sidney will immer allen Leuten schicken. Ich sag, Digga, wenn wir es denen schicken, da gibt's Leute, die reißen sich gefühlt ein Bein aus, um die Sachen zu bekommen. Und dann schicken wir das so möchte gern Leuten, die dann das nicht mehr anziehen. Und das liegt dann da irgendwo in der Ecke rum. Deswegen machen wir das nicht mehr. Nur an Leute, wo wir wissen, dass sie es tragen. Ihr müsst euch das mal überlegen. Wir schicken, die haben auch teilweise gefragt. Dann kommt da auch gar nichts so von denen zurück. Deswegen bin ich da immer gar kein Fan von, muss ich dazu sagen. Bist du nicht so ein Erste-Reihe-Sitzer? Meinst du? Wieso sitzt du erste Reihe? Ich sitze immer vorne. Reihe 4 ist bodenlos. Krieg ich Nackenschmerzen. Gott sei Dank, vorne. Nee, Digga. Dann siehst du keinen. Eli. Weiß. Guck ihn so an. So eine dumme Masken. Aber die ist auch komisch. Was ist denn das? Ich glaube, du musst ihn über den Kopf ziehen. Hä? Ah, wir sitzen doch hinten. Nein, erstmal das Ding. Super. Schade. Weiß ich nicht. Knossi. Wer ist schlimmer? Sidney oder Knossi? Safe Knossi, hätte ich auch nicht gedacht. Also vom Aufdrehfaktor. Aber ich muss sagen, Sidney ist auch schon krass nervig. Knossi ist komplett durch, ja. Aber Knossi ist immer glücklich. Also ich hab ihn, das war das erste Mal, dass ich ihn in meinem Leben gesehen habe. Und ich muss sagen, ich fand ihn sehr lustig und sehr nett. Ja, wir haben auch sehr viel gelacht. Eigentlich haben wir die ganze Zeit gedacht. Wir haben zu dritt gechillt und dann kam auch die Mustafa mit den Leuten, mit denen wir in Paris waren, die uns da die Paris-Karten geklärt haben. Die waren, oder mir, die waren auch mit uns. Wir waren so eine Sechsergruppe, Fünfer-Sechsergruppe. Da haben wir eigentlich die ganze Zeit gechillt. Sie will in der ersten Reihe sitzen. Erste Reihe. Warum trägst du das neue Nackenkissen nie? Ich trage das neue mehr als das alte. Das hier ist in meinem Streamingzimmer und das blaue ist in meinem Wohnzimmer. Das blaue ist viel größer. Damit schlafe ich immer. Man, jetzt schmeißt. Der hat einen richtigen Schaden. Leute. Und hier gibt es gratis Oreos, Leute. Ich werde mir so viele mitnehmen fürs Kino. Wohin gehen die Oreos? Direkt in die Plauze. Lass es. Sidney, langsam musst du ein bisschen. Du hast safe mehr Bock. Langsam musst du wirklich aufpassen, Fritte. Bisschen auch mal, ne? Ich habe mir letztens alte Videos von dir angeguckt. Du hast schon ein bisschen zugelegt, muss man dazu sagen. Weiß ich? Nein. Doch. Sidney, wirklich, also Real Talk, das ist schon ein bisschen. Oh, auf. Ja, wir können ja einfach von Fritte nehmen. Ja, cool. Da ist Schlümpfe drin. Ja, die haben keinen Jackie Cola. Schade. Jackie Cola nicht da? Nee, das müsst ihr bezahlen. Also, oh. Ich nehme einmal die Chicken Strips. Die werden nicht mehr bezahlen. Also, machst du was? Dann nehme ich doch keine Chicken Strips. Nee, Jackie Cola habt ihr nicht.
immer noch nicht. Jackie Cole habt ihr nicht. Hat einer die Ron Belecki alle. Ich finde, Sydney sieht immer irgendwie lost aus. Guck mal, wie er aussieht, bitte. Und immer auch so dumm und auch besoffen. Wie so ein kleines, besoffenes, dummes Kind. Guck mal, wie du aussiehst. So voll komisch. So, er hat gerade seine Nachos abgegeben und hat dann gesagt, ich habe ein Problem und ist dann einfach weggelaufen. Er sieht wirklich immer so dumm aus und besoffen irgendwie. Guck mal, wie er da, steht. Guck mal. Immer irgendwie lost aus und immer auch so dumm und auch besoffen. Und wie so ein kleines, besoffenes, dummes Kind. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, wie du aussiehst, so voll komisch. Yoshi, dann findet's ab. So, er hat gerade seine Nachos abgegeben und hat dann gesagt, ich habe ein Problem und ist dann einfach weggelaufen. Wo sind wir, Reihe? Mein Schatz? Hier. Komm, mein Engel. Im 12. Wenn jetzt hier wirklich bei öffentlichen Kinos, wenn Leute rumschreien, dann kriege ich immer Nerven zusammen oder reden in einem Film. Das ist geil. Digga, das habe ich auch immer so gehasst. Ne? Also ich hasse das, wenn man während einem Film redet. Da kleine Story, die habe ich schon mal erzählt, aber das kann ich jetzt nochmal erzählen. Digga, wir sitzen da. Hinter uns saßen Finch Asozial und Aaron und so ein paar andere so. Und in unserer Reihe saßen auch halt viele, logischerweise. Ich saß hier, dann saß Sydney links von mir und dann kam Knossi und dann kam so eine Mädchengruppe. Und dann haben die haben schon alle, die reden so, ne, ist ja okay vor dem Film. Dann reden die immer noch weiter, obwohl der Film angefangen hat, so in den ersten 60 Sekunden, 90 Sekunden, der Film fängt an, die reden immer noch. Dann sagt so Finch Asozial zu denen, ey, chillt mal, der Film hat angefangen. Chillt mal jetzt irgendwie. Wir sind hier im Kino mäßig. Dann haben die angefangen zu lachen und dann hat er so richtig laut auch so zu denen gesagt, vor allen Leuten, Digga, dann braucht ihr auch gar nicht so behindert lachen. Und es war denen so krass unangenehm, weil das war halt auch direkt links von uns, ihm war das so scheißegal, der Mann wollte sich diesen Film angucken und dann hat er die vor allen Leuten erstmal so richtig angemacht. Das war so geil, Digga. Den hat es so nicht interessiert. Und Sydney redet auch immer in Filmen. Macher, ja, natürlich hat er recht. Fand ich so super. Wenn die das jetzt hier auch machen, dann raste ich aber wirklich aus. Die ganze Zeit machen will. Du wirst richtig laut sein, bestimmt. Nein, ich liebe Batman. Ja, kannst zwischendurch so, du musst jetzt mal die Kamera da so. Oh, ich werfe dich auf. Ey, ich schwör, das ganze Ding. Wenn du mit deinem Maul hältst, kriegst du von mir einen in die Schnauze rein. Ich sag's dir ohne Scheiß. Ich sag's dir einmal, machst du es nochmal knallt. Ich hab nicht geredet, doch, hast du. Mit Knossi. Du und Knossi habt manchmal geredet. Das fällt dir gar nicht auf. Und weißt du, was du auch machst? Es kommt eine hübsche Frau in dem Film vor. Sydney direkt so, ui. Und dann so, das geht also jedes Mal, Digga. Knossi hat mich belästigt. Du hast geredet. Ihr habt geredet. Als, oh, oh. Du Wichter. Oh, oh. Wichter, ist wert. Arsch, krieg da in die Fresse rein. Okay. Puls, hä? Komm mal, wir raten gerade, wie alt du bist. Wie alt bist du, Knossi? Warte. Ich will raten. Sag mal kurz dein Guess. Knossi. Ich sag 34. Ich sag 36. So, was sagst du, wie alt das? Ich sag, du? Ich bin 24. Das ist richtig. Echt? Und ich? 22. 23. Okay, jetzt raten du, wie alt Knossi ist. 36? 35? Richtig. So, wirklich? Richtig, ja. Oh, ich wollte 29 sagen. Und er meint davor 40, sag ich. Nein. 29 Jahre jung siehst du aus, Knossi. Ihr seid meine Söhne. Weiß ich nicht. Vom Gefühl her seid ihr wie meine Kinder. Das weiß ich auch nicht. Wie Dortens ist der Schauspieler, wie besonders es ist, dass wir heute alle diesen Film sehen. Wie war der Film 1 bis 10? Es war was an, also wenn ihr The Dark Knight Begins, The Dark Knight Rises und den anderen geguckt, das ist nochmal was, das ist was anderes. Der Film war anders als die anderen Teile. Das ist so sehr mit detektivmäßig am Start. Der war gut, aber ihr müsst da übelst aufpassen, so mäßig. So, da ist voll viel so, wer ist wer, wer ist der Mörder, dann nochmal hier, war es vielleicht er oder vielleicht doch er. Ich will da nicht so viel drüber reden, um nicht zu spoilern. Ihr sitzt da auch 3 Stunden, der Film geht 3 Stunden. Das ist alles ein bisschen düsterer als die anderen Teile. Batman ist auch sehr viel abgefuckter, hat man das Gefühl. Also denen ist so mehr alles scheißegal und sehr düster. Nicht so Playboy wie der andere, sondern eher so zurückgekehrt und ein bisschen so, als wenn er in Dota irgendwie, keine Ahnung, Level 99 ist. Und so sehr, aber ein richtiger, der haut halt einen auf die Fresse. Doller als in den anderen Teilen, muss man dazu sagen. DC halt. Ja, aber nochmal an, also Paul, wenn du die anderen nochmal kälter als sonst. Ich fand die Story cool. Ich würde dem Ding, weil ich halt auch so Fan davon bin, so eine 7 von 10 geben. Aber ihr müsst euch drauf einlassen. Stellt euch drauf ein, der Film geht echt lange. Story ist auch cool, so actionmäßig und sowas. Aber es ist anders als die anderen. Ein paar haben den, glaube ich, auch schon geguckt, ne? Also ich habe gehört, dass die Batman-Fans den sehr gut fanden. Ist was anderes als die anderen. Auch von der Kamera und so. Kann man sich geben. So an alle Batman-Films, Fans, guckt euch den an. 9 von 10 mindestens. Ja, kommt halt ein bisschen drauf an. Bis erst morgen. Ganz lieben Dank für diesen Film. Und für du merkst es halt direkt am Anfang.
Guck mal, wie ihn auch alle angucken. So, der schreit. Guck mal, wie der rumschreit. Guck mal, wie die ihn anguckt. Das ist cool. Was machst du, Jürgen? Weil geht's nur um die Party, Digga. Sieht man, dass ich das war? Ja, natürlich. Guck mal, zeig mal. Das war ein geiler Kinoabend. Ich bin schnell weggerannt. Ich bin schnell weggerannt und so getan, als ob Knossi das war. Und das ist die Kunst dabei. Wer war das gerade? Knossi. Genau. Was hast du da genommen? Hey, was hast du da genommen? Was ist das? Alles leer. Ey, die hat zu scheiße am Arsch. Warum kackt sie sich denn immer ein? Diego, also weiß ich nicht, ob das dein zukünftiger ist. Du stinkst nach Scheiße. Aber sie stinkt so ekelhaft, ne? Ey, wenn jetzt auf dem Tisch Kacke ist, Ellie. Achso, es ist by the way schon 0.40 Uhr und ich werde alle 5 Minuten... Die setzt sich immer an ihre Kacke, die dumme Kuh. Hä, ist die dumm? Aber ja, wieder. Schau mal kurz, was er macht. Mhm. Ich mag Orange. Yes, Baby! Ach, nur peinlich, was der da macht. Haarspray. Mir geht's so perfekt. CP Arschloch! Tony, was geht auf? Hier ist die CP, was geht hier? Mein Messer. Zelle, dir geht's gar nicht gut. Mir geht's perfekt. Mir geht's absolut perfekt. Mal eine Kuss an der Stelle. Ja, genau so geht das. Wirklich, ihr seid ein Bild. Nur! Habt ihr mal die Deko hier gesehen? Super, wundervoll. Hast du heute Geburtstag? Nein, hast du nicht. Ich hab immer noch Geburtstag. Du hattest irgendwann mal Geburtstag. Eidos, du bist der Beste und wir haben heute auch schon geschrieben. Eidos, für Eidos. Und ich werde an 2.4. werde ich da sein. 2.4. Cool, das ist unser Elevate-Model. Luke, der war auch mal für uns, der jetzige, glaube ich sogar. Abgezogen. Wie kann dein Auto mein Auto am Kuhdamm in mein gehackt Auto wurde werden? Eingebrochen. Meine Prada-Tasche geht klaut, Prada-Portemonnaie, Plus, Geld und Karte. Das ist Quatsch. Meinst du, ich bin happy? Mir geht's absolut perfekt und ich werde mir heute so richtig einen Reiz trinken darauf. Zeig mir gleich ein zweites Outfit. Das ist mein erstes. Hast du mein erstes schon präsentiert? Ist schwer. Zeig mal, kann ich mal komplettes Outfit. Alles gut. Das ist schon die Hälfte. Hä? Wie schnell ging das? Der Tisch ist einfach. Ja. Die Junge, kennst du das Tischtennis-Familie aus? Doch, das habe ich gesehen in deiner Story. Let's go! Yeah! Tischtennis-Kind! Ich würde die so auseinandernehmen und Tischtennis. Wow! Der beste Tischtennis-Spieler in ganz Europa. Meine Vorhand ist gefürchtet und verboten in mehreren Ländern. Was ich mit meiner Vorhand mache, Chat, davon träumen Leute. Meine Rückhand ist eine Klasse für sich. Das war so viel Milch. Wahnsinn. Ey, das bleibt mal ruhig, ehrlich. Ich habe Jazzo Blind besiegt von Leipzig da. Was ist das? Ach, scheiße. Ja! Was ist denn das? Da muss ich jetzt. Ist egal. Chat, an alle. Philips Hue Lampen. Überall kann ich sie nur empfehlen. Philips Hue Lampen. Überall immer nice. Immer nice, immer nice, immer nice. Also für die, weil jemand jetzt hier auch gerade gefragt hatte, ne? Also muss man dazu sagen. Ist auch Peace. Die sind wirklich, die kann ich empfehlen. Alle Farben, Leute. Alle Farben. Rabattcode leider nicht. Noch mit dem Mund zu hässlich. Leider nicht. Hab alles im Griff hier. Oh, Orange Morange. Hat sich gemütlich gemacht. Oh. Das ist super, Zelle. Stark. Super. Macht mir Angst! Jetzt sind wir besoffen. Was ich will! Like a talking! Walk it like a talking! Walk it like a talking! Walk it like a talking! Wo waren das? Was war das für Feier? Irgendjemand hatte da Geburtstag? Bei Jonas Semt! Bei Jonas Chat! Bei Jonas! Oh, wow, die können das! Mann, Tony! Prügeln! Ich! Der Schlafen. Ich habe nicht so viel gefilmt, ich hatte keine Lust, aber ich habe nochmal Nudeln bestellt und ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn es wieder heißt, ich will mit dir mitgehen. Nein! Willst du mit mir mitkommen? Ich will mit dir mitgehen. Nein. Wo war denn Marlon? Ist er nicht mitgekommen? Ich will mit dir mitkommen. Keine nice, Ahnung. Nice, nice, nice. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Weißt du, was du machen musst? Du musst ein Video machen, wo du, habe ich dir auch gesagt, wo du so eine Umfrage machst, so Straßenumfragen. Weißt du, wie krass das ankommen würde bei uns? Straßenumfragen, new. Ich schwör's dir, das ist free. Free Content. Frauen in Berlin bewerten Streamer. Und dann einfach so Streamer reinknoppen. Und so, Digga, das ist free. Aber technisch schwer. Technisch einfach.
einfach, Sydney. Du nimmst, jemand muss euch nur filmen. Du brauchst zwei Handys. Ein Handy, was filmt, und das andere Handy für Ton. Die Frage ist, wie man das synchronisiert, ne? Das ist die Frage. Immer wieder neu einfach. Und dann, der Cutter hat halt ein bisschen. Oder du fragst einfach die anderen, wie sie es immer machen. Wir müssen doch die Cutter regeln, aber es ist nervig mit Synchronisieren der Stimmen irgendwie. Das ist ja nicht alles durchgehend. Everything has changed. Every day.